Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Sykeone Graffiti Tutorials. Dieses Mal Hall of Fames deutschlandweit. Ich habe viel im Internet gesucht und bin eigentlich dann bei einer Seite hängen geblieben, die heißt dosensport.com, und unter der Seite Hall of Fames konnte ich dann dort einiges finden, was ich noch ein paar andere Infos ergänzt habe. Und ja, da ist einiges zusammengekommen. Also wir werden 162 Städte und 352 Walls jetzt durchgehen. Das wird ein langes Video, Leute. Und falls ihr euch nur für eine bestimmte Gegend interessiert, werde ich ganz groß einblenden, ob wir jetzt gerade bei A, B, C, D, E oder wo auch immer sind, damit ihr, wenn ihr vorspult, unten im Switch seht, in dem kleinen Vorschaufenster, ah, okay, jetzt sind wir bei D, schaue ich da mal rein, weil ich will in Düren was. Ne? Telefonnummern und so, die ich jetzt nicht im Video nenne, wo man sich informieren kann, gibt es auf dieser Seite auch. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Ich packe den Link in die Videobeschreibung, checkt das mal ab. Natürlich kann es sein, dass die eine Wand jetzt weggefallen ist oder dass noch neue Wände dazugekommen sind, die ich jetzt nicht im Video habe. Da bitte ich euch, das einfach mal in die Kommentare zu schreiben. Ich packe auch in die Videobeschreibung eine E-Mail-Adresse von dosensport.com und dort könnt ihr auch nochmal reinschreiben und die Infos weitergeben. Dann nehmen die das auch auf ihrer Webseite auf. So, bevor wir damit anfangen, muss ich euch leider einige Hinweise geben. Ist auch wichtig für euch, dass ihr diese Hinweise habt. Denn so wisst ihr, wie ihr euch verhalten müsst und wie ihr das Ganze angehen könnt, ohne am Ende Ärger zu kriegen oder sonstiges. Als erstes, manche Halls in diesem Video, die Infos dazu sind veraltet. Also es kann sein, dass da eine Hall nicht mehr existiert oder mittlerweile illegal ist. Deswegen bitte ich euch, dieses Video ist keine Garantie dafür, dass die Halls alle legal sind. Ihr müsst also vorher nachfragen. Bei den Halls, die tatsächlich auch jetzt nach meinem Stand nur mit Genehmigung funktionieren, habe ich die natürlich orange eingefärbt. Also ich blende das alles auf dieser Karte ein. Ne? Grün heißt okay, orange heißt bitte nachfragen, rot heißt geht gar nicht. Aber trotzdem, auch die Grünen, da bitte ich euch bitte nachzufragen. Ja? Auch geduldet bedeutet bei den Flächen eigentlich nicht egal. Also berücksichtigt das bitte. Vielen Dank dafür. So, dann natürlich nehmt euren Müll und eure leeren Dosen bitte wieder mit. Beim Müll ist es einfach so, wenn ihr die Gegend da vermüllt, dann kann es natürlich schnell sein, dass es heißt, ne, so wie das hier aussieht, sperren wir die Fläche wieder. So sind schon viele legale Hall of Fames wieder zu illegalen geworden und das ist natürlich blöd. Dann was so Skaterampen angeht, ne, also Halfpipes und Skateparks. Bitte da nicht auf die Flächen, wo gefahren wird, malen, denn der Lack ist teilweise sehr rutschig und dann ist das natürlich ein Vandalismus für die Skater, weil die können dann da nicht mehr fahren. Bei manchen Halls gibt es auch Regeln vor Ort, die dann auf Schildern stehen oder im Internet auf einer entsprechenden Seite oder die ihr in einem Graffiti-Shop in der Nähe genannt kriegt. Bitte auch diese Regeln beachten, das gehört sich nun mal so. Ich kann auch aus Erfahrung sagen, es wurden wirklich verdammt viele Halls geschlossen, weil die Leute sich nicht an die Regeln gehalten haben oder weil die nähere Umgebung vollgetaggt haben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, erstmal eine Hall ins Leben zu rufen, wie viel man da mit Leuten sprechen muss und so weiter. Also bitte habt da ein bisschen Respekt vor, seid froh, dass es diese Flächen gibt und versucht nicht durch so eine Kinderkacke das Ganze wieder kaputt zu machen. So, dann legen wir mal los. Also wie gesagt, ich übernehme keine Verantwortung dafür, ob die Flächen tatsächlich noch legal sind, die in dem Video gezeigt werden. Fragt bitte immer vorher nach. Ne? So, Aachen. In Aachen gibt es derzeit keine legale Wall. Weder die am Globus Mediamarkt Spielplatz noch die an der Philipsbrücke sind im Moment noch legal. Wenn ihr dazu neuere Infos habt, schreibt es rein. Kommen wir nun nach Aalen. In Aalen gibt es eine Wand, die ist ca. 100 x 2,5 Meter und dort kann man wohl malen, aber Achtung, es ist nur ein sehr kleiner Bordstein, die Autos sausen direkt hinter euch lang, passt da bitte auf euch auf. So, Algermissen bei Hannover, Platz für 5 Bilder, direkt am Hauptbahnhof, Züge halten da direkt, man kann also die Styles von den Zügen aus schon sehen. Aschaffenburg. Dort gibt es zwei Halls. Die erste ist in der Nähe des Aschaffenburger Südbahnhofs an der Stützmauer des Busdepots. Diese Fläche ist allerdings im Privateigentum der Stadtwerke Aschaffenburg. Dort müsst ihr euch eine Genehmigung bei der Werksleitung einholen.
So, die zweite ist an der Adenauerbrücke, das Wittgerlager unterhalb des Brückenbauwerks sowie die Brückenpfeiler auf beiden Mainuferseiten. Diese Flächen können mit Genehmigung der Stadt Aschaffenburg besprüht werden. Dafür braucht ihr aber auch eine Genehmigung des Tiefbauamtes. Kommen wir nun zu Augsburg. Dort gibt es eine öffentliche Hall. Diese ist in der Nähe der Uni oder der Messe Augsburg unter der Haunstetter Straße Kreuzung Rumplerstraße. Dies ist eine Fahrradunterführung bestehend aus zwei Tunnels und einer großen Wand. Die anderen Wände dort sind privat und deswegen nur mit Genehmigung. So, Aurich. An der Hall hinter der Kaufhalle kann man nur samstags und sonntags malen, da sonst alles voller Autos ist. So, nun Bad Salzungen in Thüringen. Ja, dort gibt es drei Möglichkeiten. Zwei Wände am Jugendpark JFZ, dann eine Wand am Pressenwerk und eine Wand am Parkplatz Papp in unmittelbarer Nähe der neuen Jugendeinrichtung. Kommen wir nun zu Bad Segeberg. Das Silo am Zopp wurde abgerissen, bis jetzt gibt es keine Ersatzflächen. Mit Zopp ist, also ZOB ist zentraler Omnibusbahnhof, also Busbahnhof gemeint. Bad Wilbel, hier gibt es gleich vier Flächen. Am Freibad in Bad Wilbel gibt es eine große Wand am Parkplatz, die ist 3 Meter hoch und 35 Meter breit, sind ungefähr 105 Quadratmeter. Und noch eine kleine Wand in Nidder, Höhe 3 Meter, Breite 13,7 Meter, Fläche 41,1 Quadratmeter. Der Eingangsbereich des Freibads und die vordere Front sind keine freigegebenen Wände. Die zweite Möglichkeit ist die Lagerhalle am Nordbahnhof auf dem Park-and-Ride-Parkplatz der Bahn parallel zur Dieselstraße. Die große Wand hat eine Höhe von 3 Metern und eine Breite von 20 Metern, die kleine Wand eine Höhe von 2,3 Metern und eine Breite von 10 Metern. Die dritte Möglichkeit ist die Ami-Wiese hinter dem Georg-Muth-Haus. Das ist in Bad Wilbel-Heilsberg am Basketballplatz. Die Höhe ist 4 Meter, die Breite ist 10 Meter. Und die vierte Fläche ist die städtische Sporthalle. So Leute, nun Berlin. Berlin, da gibt's natürlich einiges. So, die erste ist am Lager des Wildstyle Shops. Die ist aber nur legal bemalbar, wenn ihr eine Wildstyle Kundenkarte aus dem Shop habt. Die könnt ihr dort im Shop kaufen, also gar kein Problem. Drückt ein bisschen Knete ab, könnt ihr da malen. Was dort allerdings nicht erlaubt ist, sind Silberpieces. Die zweite Möglichkeit ist in Hohenschönhausen. Die Wand ist etwa 150 Meter lang und 4 Meter hoch. Die dritte Möglichkeit ist am Naturschutzpark Priesterweg. Ja, direkt am S-Bahnhof Priesterweg. Die Wand am Tacheles ist nicht mehr legal. Dann gibt es noch eine Möglichkeit an der Rinnstraße. Dann gibt es die Möglichkeit in Friedrichshain am Skandaljugendclub. Auch voll der geile Name, Skandaljugendclub. Dann auch nochmal in Friedrichshain am Krautclub, nähe der Warschauer Straße. Die Eastside Gallery direkt an der Warschauer Straße ist illegal. Dann in Berlin-Mitte gibt es die Open Street Gallery, das ist ein Mietshaus auf der Karl-Liebknecht-Straße. Dort müsst ihr vorher mit der Hausverwaltung sprechen. Nicht mehr legal ist Mauerpark, Friedrichsstraße und abgerissen wurde die Hall am S-Bahnhof Karlshorst. Aktuelle Infos zu den Halls in Berlin bekommt ihr auch bei den Graffiti-Läden dort in Berlin. So, nun zu Bernburg bei Halle. Dort müsst ihr zur Semmelweisstraße bei der Blockhütte, 50 Meter lang und zwischen 2,20 Meter und 1,90 Meter hoch. Kommen wir nun nach Bielefeld. Dort gibt es zwei Halls. Die eine ist am Ostbahnhof auf dem Parkplatz der Karl-Severing-Schule und die zweite ist am Jugendzentrum Kamp. Nicht mehr legal ist die Hall an der Laborschule und an der Uni Falkendom. So, nun nach Bietigheim-Bissingen. Dort gibt es eine Wall am Jugendhaus der Farbstraße, direkt gegenüber der Kripo. Auch nice, Farbstraße. So, kommen wir nun nach Bochum. Für Bochum habe ich hier gleich 17 Halls stehen, gehen wir die mal durch. Als erstes haben wir eine beleuchtete Hall an der Uni Bochum in der Universitätsstraße. Dann haben wir eine Hall im Fußgängertunnel der Dorstener Straße, Höhe Haus 336. Dann der Innenhof und die Wandflächen am Jugendfreizeithaus Gerte ist in der Hegelstraße 32. Dort müsst ihr allerdings die Heimleitung ansprechen. So, dann die frühere EBG-Brücke, Kastropper Hellweg.
Die Brücke Haselnwinkeler Straße, die Brücke Universitätsstraße auf dem Alten Kamp, das ist so ein Fußgängertunnel dort, die Brücke Universitätsstraße Markstraße, nur unterhalb der Beleuchtung, dann der Fußgängertunnel an der Brücke Universitätsstraße, das ist der Ausgang vom Schulzentrum, auch nur unterhalb der Beleuchtung, dann Brücke Universitätsstraße Hustadtring. Dann auch nochmal die Brücke Universitätsstraße an der Kreuzung Schattenbachstraße. Dann die Lärmschutzwand Donneskring. Dort kann man bis zum Beginn der Bepflanzung malen, befindet sich an der Wattenscheider Straße. Dann die Brücke Donneskring Essener Straße, nur auf der Innenseite legal. Dann die Lärmschutzwand Hüttenstraße, beginnend auf der Landwehr. Die Brücke Ovidoring Schrägstrich-Marbach-Brücke. Dort nur unterhalb der Fahrbahn, beide Seiten einschließlich Säulen. Dann die Brücke Ovidoring nochmal, Gräbenwiese nur unterhalb der Fahrbahn, beide Seiten einschließlich Säulen. Dann die Brücke Wasserstraße, Marbach, nur unterhalb der Fahrbahn, beide Seiten einschließlich Säulen. Dann die Lärmschutzwand Wasserstraße, vorher informieren, ob sie noch legal ist. Nicht mehr legal ist die Lärmschutzwand am Kastropper Hellweg. So, kommen wir nun nach Bonn. Da gibt es einmal die Wand in der Rheinaue Bonn, wo nicht klar ist, ob die legal ist. Hier bitte ich euch, bei der Polizei oder bei der Stadt nachzufragen. Mal heißt es, ist legal, mal heißt es, ist nicht legal. Mein letzter Sachstand, den ich habe, ist legal. Habe ich auch von der Stadt so bekommen damals. Nur man weiß es nicht. Also da müsst ihr echt vorsichtig sein. Dann gibt es die Halfpipe in der Rheinaue Bonn. Die ist nicht legal. Dort kann man natürlich mit den Leuten sprechen und mal nachfragen. Also mit den Skatern. Am besten die Jungs von Subculture Bonn e.V. Und dann gibt es noch eine Wand im Kessenich am Haus der Jugend. Da müsst ihr auch vorher nachfragen am Jugendzentrum, ob ihr da malen könnt. Aber das gibt meistens gar kein Problem, dort zu malen. Und dann gibt es noch eine Wand, die ist auf jeden Fall legal und die befindet sich direkt am Bahnhof in Hennef. Nun nach Bottrop. Dort gibt es eine ca. 150 Meter lange Wand in der Ostfelder Straße, Nähe Westring. So, nun nach Brandenburg. Dort gibt es eine 300 Meter lange Hall direkt an der Bundesstraße, wenn man von Gentin nach Brandenburg reinfährt. Und dann gibt es noch eine Hall in der Sandannenstraße, direkt an der Straßenbahn, ist auch ungefähr 100 Meter lang. So, Braunschweig. Die Markthalle wurde leider abgerissen. Kommen wir nun nach Bremen. Die Cäsarwand nähe Ostertorsteinweg ist privates Gelände. Dann am Roter Weg nähe Sophienstraße ist auch privates Gelände, nur ganz rechts ist frei. Und dann gibt es noch die Hall Ostlebshausen direkt rechts neben dem Bahnhof. Ist aber auch privates Gelände. So, geschlossene Halls in Bremen. Einmal Neustadt, nähe Haltestelle Gneisenaustraße, DRK-Halle hinter dem Komet-Supermarkt. So, dann auch geschlossen ist die Hall Sebaldsbrück Nordmende-Gelände und Bremer Park in Nähe Sophienstraße. Kommen wir nun zu Bremerhaven. Dort gibt es eine Hall in der Schlachthofstraße, etwa 100 x 2,5 Meter, Backsteinwand. Nicht mehr legal ist die Hall in Langen im großen Parkdeck des Lindenhofzentrums. Die war über 2 Etagen. Kommen wir nun zu Brühl-Badorf, liegt zwischen Köln und Bonn. Die Hall dort ist beidseitig bemalbar und liegt direkt unter der S-Bahn-Brücke der Haltestelle Brühl-Badorf in der Steingasse. So, nun zu Burghausen, Bayern. Dort gibt es eine lange und hohe Wand. Die Mauer liegt direkt in der Nähe von McDonald's, nähe Kaufland, schon ein bisschen versteckt. So, Buxtehude. Ich dachte, das wäre nur so ein Sprichwort. Ich wusste gar nicht, dass das wirklich gibt. Aber hey. Dort gibt es ziemlich viele Holz, wie es aussieht. Einmal die Pumpstation der Stadtentwässerung in Heidmannshausen. Dann die Hall am Rotkäppchenweg. Dann die Hall am Brillenburgsweg. Dann die Hall Rote Bude, Schweriner Straße 2. Und neu ist die Unterführung vom Schulzentrum Nord zur Schützenhalle Hansestraße. Auch neu ist die Hall an der Fußgänger- und Fahrradunterführung am Ellerbruchtunnel. Und die Hall unter der Estebrücke Gildestraße. Aber auch da bitte bei allen Wänden vorher nochmal nachfragen. Kommen wir nun zu Kalbe Saale. Dort ist eine Hall am Fabrikgelände am Krankenhaus, direkt beim Hohen Schornstein. Viele unterschiedliche Flächen, auch teilweise überdacht. Das ist natürlich sehr nice.
Nun nach Celle. Dort gibt es einige Wände an der CD-Kaserne Hannoversche Straße. Die erste Wand hinter den Veranstaltungshallen ist ca. 30 Meter. Dann die Seitenwand an der großen Mehrzweckhalle ist ca. 40 Meter. Die Rückwand der großen Mehrzweckhalle ist ca. 18 Meter. Aber bitte die Fenster und Türen nicht bemalen. Ne? Nun nach Cottbus. Dort gibt es eine Wand am Busbahnhof, ca. 35 Meter lang. Sehr guter Untergrund, also super Fläche. Linke und rechte Seitenstraße, je ein Dosenladen. Was kann man sich eigentlich mehr wünschen? Ne? Und dann noch die zweite Wand Sozi, ist Backsteinwand am Cottbuser Sozialamt, ca. 30 Meter lang, eher schlechter Untergrund und viele störende Bäume. So, nun nach Darmstadt. So, dort gibt es Wände an der Niederramstädter Straße, allerdings sind nicht alle freigegeben, dort hängen aber Schilder, sprühen verboten an den Flächen, wo es nicht erlaubt ist. Nun nach Delmenhorst. Dort ist eine Hall direkt am Bahnhof, schräg gegenüber von der Musikschule. So, Leute, nun nach Dortmund. Dort gibt es eine Hall in der Kohlsiepenstraße, direkt im Gewerbegebiet Dortmund-Schüren. So, die zweite Hall ist in Wambel, die Hall ist direkt hinter der Pferderennbahn in Do-Wambel. Diese Wand dort ist super lang, wie lang das sein soll, weiß ich nicht. 1,90 ist er auf jeden Fall hoch. So, nun Dossenheim bei Heidelberg. Ich glaube, dort habe ich auch schon mal gemalt in irgendeinem Tutorial. Aus Heidelberg-Handschuhsheim kommend ist das die erste Unterführung unter der ersten Kreuzung im Ort. Nun nach Düsseldorf. Legal ist die Hall am Bilk-S-Bahnhof. Nicht mehr legal Theodor-Heuss-Brücke. Jetzt umzäumt Industriegelände hinter der Kiefernstraße. Abgerissen Hall in der Kiefernstraße. Nun nach Eckernförde. Die Wandnähe des Bahnhofs ist privat und keine öffentliche Hall. Kommen wir nun zu Erfurt. Die Wall in der Grubenstraße steht nicht mehr zur Verfügung, da die Förderung ausgelaufen ist. Dann gibt es noch eine Hall in der Weimarsche Straße bei der Firma Töpf und Söhne. Das ist ein besetztes Haus und die Rechtslage ist unklar, also wäre ich auch eher vorsichtig. Kommen wir nun nach Erlangen. Dort gibt es eine Hall am E-Werk Kaufland Fuchsvisienstraße 1 am Parkhaus Richtung Schienenlaufen, ca. 40 Meter lange Wand. In Eschwege gibt es eine ziemlich kleine Wand, diese ist an den Motorradständern des Oberstufengymnasiums. So, nun nach Essen. Dort gibt es eine Hall Weiglehaus hinter dem Hauptbahnhof, linke Seite des Gebäudes, wird geduldet, also eher illegal, ne? Abgerissen wurde die Hall an der Gladbecker Straße. Schade drum, war fast 200 Meter lang. Nun nach Esslingen. Dort gibt es eine Hall im Tunnel des Landratsamtes. Flensburg. Dort gibt es einmal eine Hall an der Disco Kühlhaus. Die Vorderseite der Disco ist quasi ein Auftrag. Die hintere Seite ist eine legale. So, und dann gibt es noch eine Hall in der Batteriestraße auf dem Gelände des Schlachthof-Skateparks. Kommen wir nun nach Frankfurt am Main. Dort habe ich hier 5 Halls und eine abgerissene. Fangen wir mal an. Am Jugendzentrum Bornames ist nur noch die Rückseite legal. Die zweite Hall ist die Brücke Bockenheimer. Dann gibt es eine Hall in Frankfurt Höchst. Die ist direkt an der U-Bahn-Station Höhenstraße. Dann gibt es eine Hall an der Haltestelle Hügelstraße. Walls sind direkt an der Station. Eventuell leider nicht mehr legal. Dann das offene Atelier des Jugendladen Bornheim. Mittwochs von 14 bis 19 Uhr auf dem Naxos-Gelände. Wittelsbacher Allee 29. Und abgerissen ist dort die Hall Riederhöfe. Nun nach Frankfurt an der Oder. Dort gibt es die Hall Stützwand Leipziger Straße. Stützwand Kieler Straße, Fußgängertunnel Ernst-Thälmann-Straße, Fußgängertunnel Karsobkowski-Straße, Fußgängertunnel in der Linau-Straße. Die Wände liegen alle auf der B112 Richtung Hansa Nord. Und dann gibt es noch den Fußgängertunnel zur Beckmannstraße. Nun nach Frechen-Königsdorf bei Köln. Dort gibt es die Hall-Augustinus-Straße direkt am S-Bahnhof, ist die Einfahrt zum Parkplatz Bahnhof Frechen-Königsdorf. Diese ist Privatbesitz, daher ist nicht ganz klar, ob legal oder illegal. Auch bitte nachfragen. Kommen wir nun nach Freiburg. Nicht mehr legal ist die Orkenstraße. Unklar, ob legal oder illegal sind die Halls Haltestelle Stadthalle, Brauerei, Ganterweg, Hunsmattenweg.
So, dann haben wir aber auch noch 14 Halls, die legal sind und sogar noch nachts beleuchtet. Einmal die Unterführung Schwarzwaldstraße-Möslestraße, dann die Unterführung Schwarzwaldstraße-Talstraße, dann die Leo-Wohleb-Brücke, dann die Unterführung Sundgauallee-Runzmattenstraße, die Unterführung Berliner Allee-Vogelnest, die Unterführung Sundgauallee-Lehenerstraße, die Unterführung Sundgauallee-Brandensteinstraße, die Unterführung Sundgauallee-Padu-Allee. Dann die nördliche Wand der Widerlagerstraße Hermann-Zenz-Brücke, dann die Unterführung Mooswaldstraße, Diakonie. Und dann die Unterführung Uffhauserstraße, Guildford-Allee, die Unterführung Schneeburg-Allee-Hauptbahn, dann an der Sportanlage Marienmattenweg und die Hall an der Schneewildbrücke. Kommen wir nun nach Fulda. Dort gibt es eine Hall an der Jugendkulturfabrik. Die Hauptwand ist am Busparkplatz Weimarer Straße, ist ca. 40 x 7 Meter, sowie mehrere kleine Wände im Innenhof. Fürth. Auf der Rückseite des Jugendzentrums Lindenhain ist die Wand. Kommen wir nun nach Gardelegen. Dort ist eine Hall am Reit- und Fußballplatz in der Nähe des Kaufland. Etwa 600 Meter lang und 200 Meter hoch. Nice, sowas hätte ich gerne in Bonn. Kommen wir nun nach Gay. Dort gibt es eine Hall, wenn man von Düren aus in Richtung Monschau fährt. Circa 10 Minuten entfernt. Kommen wir nun nach Gießen. Dort gibt es eine Hall an der Bahnhofsstraße. Das ist aber keine öffentliche Hall. Das ist eine Wand, die an verschiedene Crews vergeben ist. Und dann gibt es noch eine Hall an der Airbase Gießen. Dort ist es halt geduldet. Also auch nicht wirklich legal. In Gladbeck gibt es eine Hall am Schürrenkamp-Tunnel. Nun geht's nach Glossar im Harz. Die 150 Meter lange Wand am Schlachthof ist leider nicht mehr legal. In Gotha gibt es gleich zwei Wände. Die erste ist am Realmarkt und die zweite ist zwischen dem Praktikermarkt und dem Friedhof. Auch in Göttingen habe ich hier zwei Wände stehen. Einmal das Jugendzentrum Maschmühlenweg und an der Fun-Sporthalle auf den Zietenterrassen. Dort bitte vorher abklären. Kommen wir nun nach Greifswald. Bei der Hall in der Hafenstraße ist eine Genehmigung erforderlich. Dann in Citynähe am Fluss Rück gibt es eine ca. 150 x 2 Meter lange Wand. Dann gibt es eine Mauer um das Gelände zwischen Lomossow-Allee und Beimlerstraße, alte Kaserne. Die Wand ist sehr lang, 1,80 Meter hoch, hat aber viele störende Pfeiler. Bei der Hall an der Turnhalle Einsteinstraße ist eine Genehmigung erforderlich. Und dann gibt es noch eine Hall am Südbahnhof gegenüber dem Extra. Man sieht sie schon von der B96 Ecke Beimlerstraße. So, Gütersloh. Dort gibt es eine Hall an der alten Weberei am Kulturhaus, ca. 80 x 5 Meter lang. Kommen wir nun nach Halberstadt. Dort gibt es eine Hall alte Friedensschule direkt hinter dem Kaufland bei der BMX-Strecke. Nun nach Hagen-Weringhausen. Dort gibt es eine 30 Meter lange Wand, einfach die Treppe am S-Bahnhof Hagen-Weringhausen runtergehen, zweimal rechts halten, schmale Straße, die linke Häuserseite ist legal. Sonntags frei an den üblichen Wochentagen bitte vorher in der Kfz-Werkstatt anmelden. Kommen wir nun nach Halle. Dort gibt es eine Hall in Halle-Osendorf, eine Hall in Halle-Neustadt am Ernst-Haeckel-Weg und eine Hall am Glaucherplatz. Hamburg. Der Bunker im Schanzenviertel ist nur mit Genehmigung bemalbar. Auch die Volksparkstraße ist nur mit Genehmigung bemalbar. Die Hall in der Kieler Straße soll demnächst abgerissen werden. Kann sein, dass das bisher schon passiert ist. Und dann gibt es eine Hall am Spielplatz in der Rutschbahn Hamburg-Haverstehude. Die Wand ist 30 Meter lang und geduldet, also eigentlich auch illegal. Nicht mehr legal ist die Turnhalle in Volksdorf. In Hannover gibt es gleich zwei Halls. Einmal an der Tramstation Glocksee und den Hofbunker an der Zellerstraße. So, nun nochmal Heidelberg. Dort gibt es eine Hall am Emmertsgrund am Jugendzentrum Haarlem. Des Weiteren gibt es dort eine Hall in der Mannheimer Straße an der Autobahnunterführung. Eine Hall an der Unterführung Neuer Messplatz in HD Kirchheim. Dann gibt es eine Fußgängerunterführung im Wald an der Friedrich-Erbert-Anlage. Dann eine Unterführung am Ende der Hartstraße in Kirchheim. Eine Hall am Skateplatz am Fluss unter der Ernst-Walz-Brücke. Dann eine Hall in der Unterführung zwischen Herzstraße und Kirchheimer Weg im Gewerbegebiet Rohrbach Süd. Das ist dort eine Brücke mit Seitenwänden. Reicht für ca. 4 Styles und ist 2 Meter hoch.
Dann gibt es eine Hall an der Unterführung der Abfahrt nach Leimen, der B3 Richtung Emmertsgrund, Karlsruher Straße. Die Hall an der Unterführung Karlstor ist seit 2007 legal. Dann nach Herzogenaurach, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, dort gibt es eine Hall am Vereinshaus. Dann in Herzogenrath-Kohlscheid, dort gibt es eine kleine Wand am Bürgerhaus, etwa Platz für 4 kleine Pieces, Eingang des Jugendtreffs bis zur Sporthalle. Kommen wir nun nach Hettstedt, dort ist eine Hall direkt am Bahnhof, Ebertstraße, Schützenhaus, ca. 30 Meter lang. Hildesheim. Am Hildesheimer Schützenplatz von Alfeld Richtung Zentrum auf der linken Seite. Ist ca. 200 Meter lang und 3 bis 4 Meter hoch. Bombe. Dann gibt es eine Hall am Klingeltunnel Nähe Hohensee. Und dann noch 8 bis 9 Garagen am Ostbahnhof direkt am Bahnhof. Kommen wir nun nach Horneburg. Die Würz GmbH hat eine große Fläche am Horneburger Bahnhof als legale Wand zur Verfügung gestellt. Das finde ich ja mal super. Nun nach Ibbenbüren. Nicht mehr legal ist das Parkhaus in der Schulstraße und die Wand in der Schulstraße. Legal ist die Wand am Aasee neben den Skaterrampen. Nun nach Ingelheim bei Mainz-Wiesbaden. Dort gibt es eine Hall an der Böhringer Brücke bei der Firma Böhringer. Ingolstadt. Dort gibt es eine riesige Hall an der Unterführung Unseren Herren. Itzehoe oder Itzehoe, keine Ahnung wie man das ausspricht, sorry Freunde. Dort gibt es eine sehr große Hall am stillgelegten Fabrikgelände Itzehoe Süd. Leider ist die Rechtslage betreten und bemalen des Geländes ist verboten. Nun nach Jena. Dort gibt es eine Hall am Gleis 1 des Jugendzentrum Casablanca. Dort gibt es mehrere ausrangierte Züge, die man bemalen kann und eine Holzwand, die 2x100 Meter lang ist. Alles ziemlich cool dort am Westbahnhof. Zudem gibt es in Jena die Hall of Femme. Also FEMME, ist nur für Frauen. Befindet sich am Lommerweg in der Nähe des Stadtzentrums. Nun nach Jever. Der Bauschuppen direkt am Bahnhof ist leider abgerissen. Nun nach Jülich. Dort gibt es eine Hall am Jülicher Hauptbahnhof. Nun nach Kaiserslautern. Dort gibt es eine Hall am Kulturzentrum Schöne Straße 10, eine Hall im Innenhof ca. 350 Meter lang und auf dem Parkplatz der FH in der hinteren Halle 400 Meter lang und teilweise sogar 10 Meter hoch. Krasses Teil. Muss ich mir mal angucken fahren. Kommen wir nun nach Kappeln. Dort gibt es in der Nähe vom McDonald's eine 50 Meter lange Wand. Kommen wir nun nach Karlsruhe. Für Karlsruhe habe ich auch direkt 10 Einträge. Dort gibt es eine Hall, ein Brückenkomplex in Alb-Bayertheim, eine Hall in Alb-Entenfang, dann gibt es 2 große Flächen in Alb-Kühler-Krug, dann eine Hall an der Alb-Vogesenbrücke. In Ettlingen gibt es eine Straßenunterführung mit einigen kleineren Flächen. In Messplatz gibt es eine Hall an der Haltestelle Tulpenstraße. Dann die Hall am NCO-Club, das Jugendzentrum kann komplett bemalt werden, allerdings nur mit Genehmigung und die bekommt ihr im Jugendzentrum. Dann gibt es eine Hall in Oberreuth in der Nähe der Kirche. Dann eine Hall an der Rheinstrandhalle, Haltestelle Thomas-Mann-Straße. Und am Ex-Steffi-Rückseite vom Hauptbahnhof. Nun nach Kassel. Dort gibt es eine große Hall of Fame in der Giesenallee. Eine Hall of Fame in der Liebigstraße Städtische Kliniken. Eine Hall of Fame Marbachshöhe. Dann gibt es eine Hall in der Brandenburger Straße im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe. Dann gibt es noch eine Hall of Fame in der Goethe-Anlage, Park im Stadtteil Verlorener Westen, zwischen der Herkulesstraße und der Goethestraße. Kommen wir nun nach Kiel und Umgebung. Dort gibt es eine Hall WIC unter der Stadtautobahn B76. Dort kommt ihr vom Parkplatz der Wirtschaftsakademie hin, WAK auch genannt, und die ist auch legal. Dann in Garden, Skatepark Hall, direkt neben der Tennishalle, ist auch legal. Dann gibt es eine Hall in Kronshagen, am Kronshagener Weg, direkt auf dem Spielplatz, kann man eigentlich nicht verfehlen. Und dann gibt es eine Hall an der Ansgar-Kirche in der Nähe des Kieler Hafen, Tweak Memorial Wall. Inzwischen illegal ist die Hall Labo, direkt am Strand hinter den Pfeilern unterm Hallenbad. Ist in Kiel-Mettenhof. Kommen wir nun nach Koblenz. Dort gibt es eine Hall in der Nähe des Bahnhofs Koblenz-Lützel, ist der Basketballplatz und die Turnhalle von einer Grundschule. Müsst ihr mal ein bisschen gucken dort. In Kohlscheid gibt es eine Hall direkt am Bürgerhaus.
Kommen wir nun nach Köln. Dort gibt es eine Hall namens Mützepark, die ist in Köln-Mühlheim direkt in der Berliner Straße. Und dann gibt es die Industriehall in Braunsfeld in der Nähe der Stolbergstraße. Dann in Ehrenfeld an der Vogelsangstraße Underground Parkplatz. Da bitte mit Onkel Dose, The Cypher oder dem Underground selber vorher quatschen, ob und wie da im Moment gemalt werden kann. Dann gibt es eine Hall an der Alten Feuerwache in Köln. Die Hall in Köln-Rodenheim ist leider seit 2005 abgerissen. Kommen wir nun nach Konstanz am Bodensee. Dort ist eine Hall der Bauzaun an der Reichenaustraße zwischen dem Mediamarkt und der Schänzlebrücke. Dann gibt es eine Hall am Jugendzentrum Konstanz, da bitte auch anmelden vorher. Dann gibt es eine Hauswand am Jugendtreff Bärchen Konstanz, auch da bitte anmelden. Und dann gibt es noch eine neue Hall an der Rheinbrücke Konstanz. Kommen wir nun nach Köthen. Dort gibt es eine Garagenwand am Ortseingang von Körnen-Görzbeck. Nun nach Landshut. Dort gibt es eine Hall, wenn man vom Bahnhofsausgang Richtung Stadtpark geht. Kommen wir nun nach Langenfeld bei Düsseldorf. Dort gibt es eine Hall, die ist 2 Meter hoch und 50 Meter lang, beidseitig bemalbar und große Stirnwand. Leider weiß ich nicht genau, welche Straße oder so. Nun nach Langerwehe. Dort gibt es eine Hall, die ist nur nach Absprache mit dem Jill Jugendtreff bemalbar. Die Hall ist hinter der Schule und dem Skatepark in Langerwehe. Nun nach Leipzig. Dort gibt es eine Hall am Konnewitzer Kreuz im alternativen Zentrum, Werk 2 direkt an der Kreuzung. Dann gibt es eine Hall an der Disco Coney Island. Müsst ihr auch vorher ankündigen bei diesem Café dort. Und dann gibt es in der Nähe der Coney Island noch eine Unterführung mit sehr schlechter Sicht, da müsst ihr auch mal nachfragen. Dann gibt es eine Hall an der Straße des 18. Oktober. Dann gibt es dort die Hall Rabbit. Das ist eine kleine Wand in einem Park in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Wall of Fame dort ist seit 2003 geschlossen. Nun nach Lenkfeld. Dort gibt es eine sehr schnelllebige Hall und die ist direkt am Funpark. Also quasi um den Funpark herum. Nun nach Lindau. Dort gibt es eine Hall in Lindau-Bodensee in der Pulverturmstraße im Jugendzentrum Scheune. Aber ihr müsst nachfragen vorher im Jugendzentrum wegen der Malgenehmigung. Ne? Kommen wir nun nach Loma. Am Donrater Dreieck an der Skaterrampe steht die Wall. Nun nach Lübeck. Dort gibt es eine Hall, die ist toleriert, also ne, nicht legal eigentlich. Ein ehemaliges besetztes Haus Kulturzentrum, 20 Meter lange Wand. Dann gibt es noch eine Hall am Trave- oder Trave-Kanal. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Die Hall am Stadthaus hinter dem Marktplatz ist abgerissen. Nun nach Lüchow oder Lüchow. Die Wand am BGS darf nur mit Genehmigung bemalt werden. So, Leute, nun nach Lünen, Ruhrpott bei Dortmund. Dort ist leider unklar, ob die Roberts Hall noch legal ist. Da müsst ihr auch mal gucken. Nun nach Magdeburg. Da gibt es eine Hall, Neue Neustadt, ist die Außenwand eines Jugendclubs und des dazugehörigen Hofes. Dann gibt es eine Garagenrückwand als Hall im Stadtteil Reform. Ist in der Nähe einer Turnhalle und 200 Meter lang und 2 Meter hoch. Ist nicht sicher, ob Genehmigung oder nicht, also wie immer, ne? Also bei allen immer nachfragen. Nun nach Mainz. Am Brückenkopf der Theodor-Heuss-Brücke am Rheinufer Mainz-Kastel nur nach Anmeldung. Hier findet seit 1998 der Brückenkopf-Jam statt. Der Spot ist wahrscheinlich die größte verbliebene Hall im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Das Ganze ist ein großer Brückenkomplex mit insgesamt 1500 Quadratmetern zu bemalende Fläche. Und malen dürft ihr nur nach Anmeldung im Jugendzentrum Reduit. Nun nach Malloch bei Karlsruhe. Dort gibt es eine Hall, die ist nachts beleuchtet und zwar am Bahnhof Malsch. Einfach aussteigen, Treppen runter und ihr könnt euch schon eine Wand aussuchen. Nun nach Mannheim. Dort gibt es eine 150 bis 200 Meter lange Wand im Spiegelpark. Einfach die Stahlberger Straße abchecken. Nun nach Marburg. Dort gibt es eine lange Wand direkt an der Lahn, müsste direkt unter der B3 liegen. Nun nach Mahl, Kreis Recklinghausen. Am Rathausparkplatz, aber nur mit Genehmigung der Stadt. Und auch hinter dem Einkaufszentrum nur mit Genehmigung. Kommen wir nun nach Meerbusch.
Dort gibt es die Fehmarnmauer an der Gesamtschule am Weißenberger Weg. Nun nach Menden, auch hier um die Ecke. Dort gibt es eine 50 Meter lange Hall an der Grundschule. Nun nach Meppen. Dort gibt es direkt am Kanal eine 2 Meter und ca. 20 Meter lange Wand. Merseburg. Von der Unterführung aus kann man die Hall schon sehen. Sie ist 200 bis 250 Meter lang. Also fragt euch am besten durch nach der Unterführung. Von da aus checkt ihr alles. Monheim bei Köln. Dort gibt es eine Hall an der Baumberger Chaussee. Nun nach Mühlhausen, Thüringen. Dort gibt es eine Hall in der XXL Skaterhalle und in der Nachbarhalle. München. Also, wenn ihr Infos braucht, wo man in München malen kann, empfehle ich euch die Seite www.graffitiseite-münchen.de. Dort könnt ihr euch auch immer informieren. So, folgende Halls gibt es nicht mehr. Die Hall am S-Bahnhof Heimeranplatz. Illegal ist die Hall an der Pockystraße, an der Tumblingstraße. Die Hall am S-Bahnhof Oberwiesenfeld am Parkplatz Heimstätter See ist abgerissen. Münster. Dort gibt es eine Hall Haverkamp. Dann gibt es eine Hall namens Hot Wall am Skaters Palace, also an der Skaterhalle. Dann gibt es noch eine Hall in der Eulenstraße. Und dann gibt es noch Brückenwände in der Westhofstraße. Nicht mehr existent ist die Abrisshalle. Nun nach Neubrandenburg. Da gibt es eine Mauer am Fußweg Stargarter Bruch. Dann gibt es eine Hall in der Neustrelitzer Straße, Südstadt, Nähe Tollensesee. Circa 300 Meter lang, 1,80 Meter hoch. Leider störende Pfeiler alle 2 Meter. Dann gibt es eine Hall an der AJZ Speicherstraße, teilweise sogar überdacht. Neumarkt, Hall of Fame in der Innenstadt. So, kommen wir nun zu Neuruppin. Dort gibt es eine Hall am alten Hangargelände. Neuss. Am Konrad-Adenauer-Ring gibt es eine mehrere hundert Meter lange Wand. Und dann gibt es noch in der Nähe davon, in Gnadenthal auf dem Nixhütterweg, unter der Eisenbahnbrücke eine Hall. Kommen wir nun nach Norden. Ich meine tatsächlich die Stadt, nicht die Himmelsrichtung. Dort gibt es neben dem Walmart auf dem alten Industriegelände eine ca. 60 Meter lange Wand. Nordhorn. Dort gibt es eine ca. 30 Meter lange Wand in der Nähe vom Obi-Markt an der Bahnunterführung. Nürnberg-Herbstbruck. Dort gibt es eine Hall in der Rotenburger Straße. Und dann gibt es noch eine Hall in der Habburger Straße Hersbruck in der Nähe vom Bauhof. Offenburg. Das Holzhaus an der Unionsrampe. Dann die Hall GIFIZ. Nebendran habt ihr eine Skateanlage, einen Minigolfplatz, einen Baggersee. Diese Hall kostet Eintritt. Dafür bekommt ihr 3 kleine Wände und eine große Wand geboten. Nun zu Oldenburg. In Oldenburg gibt es leider keine Möglichkeit mehr, legal zu malen. Sowohl die Wand am Viktoriastadion als auch die Wand an der Donnerschwerstraße am Sportplatz sind nicht mehr legal, Leute. Osnabrück. Dort gibt es eine Hall im alten VfL Osnabrück-Stadion, die ist aber nicht mehr legal. Am Ostbunker die Hall ist nur mit Genehmigung. Und dann gibt es noch eine Hall an der Disco Heidepark. Und dann gibt es noch eine Hall am Hafen vor der Kanalbrücke. Und eine Hall am Adolf-Reichwein-Platz. Paderborn. Dort gibt es eine legale Hall am Inselbad-Stadion. Potsdam. Dort gibt es die Nude Hall of Fame. Dann die Hall of Fame am Waschhaus. Die Alpha Hall of Fame am Alpha-Jugendclub. Die Lindenpark Hall of Fame. Und die neue Hall of Fame am Schlatz. Dann gibt es noch eine Hall am Spielplatz an der Nansenstraße, Eckermeistersingerstraße. Eine Hall an der Knobelsdorfstraße und eine Hall am Schilfhof hinterm Bürgerhaus. Kommen wir nun nach Quedlinburg. Dort gibt es eine Hall hinter dem Polizeirevier. Rath bei Köln. Dort gibt es eine Hall an der Domsport-Skatehalle. Rathenow oder Rathenau, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Dort gibt es viele legale Flächen, die aber öfter wechseln. Deswegen informiert euch dort bitte beim Ordnungsamt, bei der Polizei, bei der Stadt, wo man gerade malen kann. Recklinghausen. Die Preston Barracks gibt es leider nicht mehr, sie wurden abgerissen. Regensburg. Dort gibt es eine Hall am Duldplatz. Dann gibt es eine Hall an der Autobahnunterführung am Skaterplatz Lappersdorf.
und eine Hall an der 24-Stunden-Galerie. Illegal bzw. abgerissen sind folgende Halls: einmal Teppichwerk, Danziger Hall und Burgweintink JUZ. Regenstauf. Dort gibt es eine Hall an der Unterführung beim Norma-Lager. Reutlingen. Dort gibt es eine Hall of Fame im Volkspark Pomologie. Rheine. Dort gibt es eine Hall of Fame unterhalb der Brückenbögen der Ludgerusbrücke in der Innenstadt. Roßlau. Dort gibt es eine Hall an der Eisenbahnbrücke am Bahnhof in Richtung Zerbst neben dem Bowling Center. Rostock. Dort gibt es eine Hall bei der Dickower Straße. Sind zwei Turnhallen. Dann gibt es noch eine Hall im Nordosten Rostocks, in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Lüttenklein. Kommen wir nun nach Rottweil. In der Königsberger Straße gibt es eine ca. 100 Meter lange Hall. Rügen. Dort gibt es eine Hall im Stadtteil Rottensee, direkt hinter dem Ramada-Treffhotel. Saarbrücken. Am Saarufer gegenüber dem Staden. Salzgitter. Dort gibt es eine Hall in Salzgitter-Lebenstedt in der Nähe des Salzgittersees. Ist ca. 50 Meter lang. Salzwedel. Dort gibt es eine kleine Hall in der Nähe des Bahnhofs. Sangerhausen. Die Hall an der Maschinenfabrik ist leider nicht mehr legal. Schöppenstedt bei Braunschweig. Dort gibt es eine Hall in der Nähe des Sportzentrums, direkt gegenüber des Jugendzentrums. Sie ist 30 Meter breit und 2,5 Meter hoch. Besteht aus glatten Holzplatten. Shortens. Dort gibt es eine Hall an der Schwimmhalle Aquatoll. Siegen. Dort gibt es eine Hall am Jugendhaus Blue Box Siegen in der Sandstraße 54. Aber bitte auch vorher nachfragen. Schwarzenberg. Dort gibt es 6 legale Garagenwände. Weitere Infos habe ich nicht. Schwerin. Die Baracke in der Dr. Külzstraße 4. Schwetzingen. Dort gibt es eine Hall direkt am Hauptbahnhof. Soest. Dort gibt es eine Hall am Bürgerzentrum Schlachthof. Die Hall am Riegerring ist leider privat. Stendal. Dort gibt es eine Hall in der Nähe des Flugplatzes. Stralsund. Dort gibt es 2 Halls an Turnhallen im Stadtteil Knieper. Leider sind diese Halls illegal. Stuttgart. Dort gibt es eine Hall unter der König-Karls-Brücke in Bad Cannstatt. Nicht mehr legal sind die Halls am Pragsattel und die Gaskammer. Süderbrarup. Spreche ich auch zum ersten Mal aus. Da gibt es eine 30 Meter lange Hall direkt gegenüber vom Bahnhof. Und dann gibt es noch eine knapp 20 Meter lange Wand, die 4 Meter hoch ist, vom Bahnhof gerade rüber in die Angelburger Straße. Trier. Hier gibt es 4 Halls. Eine Hall ist in der Zumayener Straße 114, Nähe Moselstadion. Dann gibt es eine Hall in der Unterführung Porta Nigra, Innenstadt. Genehmigung erforderlich. Dann gibt es eine Hall in der Unterführung am Moselufer, auch Genehmigung erforderlich. Und auch mit Genehmigung ist die Hall an der Unterführung bei der Alten Therme. Das Coole ist, dass die Unterführungen beleuchtet sind. Tübingen. Dort gibt es eine Hall am Jugendtreff Mixed Up. Dann gibt es die Hall of Fame Schwerzlocher Täle. Dann legal ist die rechte Seitenwand des Jugendhaus Pauline. Paulinenstraße 34, Tübingen Südstadt. Nicht mehr vorhanden ist die Hall im Innenhof des ehemaligen THWs in der Alexanderstraße. Die Hall am ehemaligen Clubdepot nähe Hauptbahnhof ist illegal. Und die Hall an der Ballsporthalle Eixerstraße ist auch illegal. Kommen wir nun zu Übach-Pallenberg bei Aachen. Dort gibt es eine Hall am Gymnasium. In Unna gibt es gleich 3 Halls. Eine ist am Kühlschiff und der Töpferei hinter dem Kino in Unna. Eine ist an der alten Ziegelei. Und eine ist an der Lindenbrauerei. Kommen wir nun zu Villingen-Schwensingen. Dort gibt es eine Hall am Gymnasium am Romeusring. Warstein. Die Hall an der Tiefgarage am Marktplatz ist seit Mitte 2006 illegal. Weimar. Dort gibt es eine Hall zwischen dem Sophien-Gymnasium und der Friedrich-Ebert-Straße. Und die zweite Hall ist gegenüber des Schrottplatzhandel Fernkorn in der Nähe der Skatehalle. Wernigerode. Die Hall an der Kohlgartenhalle ist nicht mehr existent. Werther.
Dort gibt es eine Hall, wenn man aus Richtung Bielefeld kommt, ist das nach der Aral auf der rechten Seite. Wetzlar. Dort gibt es eine Hall am Freibad Domblick. Die Wände an der Firma Adler sind keine Freiflächen, sondern Auftragsarbeiten. Nicht mehr legal ist die Wand an der Diskothek Poco. Wiesbaden. Dort gibt es eine Hall am Schlachthof Wiesbaden. Dann gibt es eine Hall am Kulturzentrum. Dann gibt es eine Hall an der Autobahnunterführung GIB, G-I-B-B. Und eine Hall am Basketballplatz. Wismar. Die Hall in der Nähe des Hauptbahnhofs hinter dem Park ist leider nicht mehr legal. Wolfsburg. Die Hall in Wolfsburg ist nur legal für die Leute, die auch bei der Renovierungsaktion mitgeholfen haben. Ich weiß nicht, sprecht da die Veranstalter mal an oder die Zugehörigen oder die Leute, die da malen, wie man da vielleicht noch Fuß fassen kann, dass man da vielleicht auch irgendwie einen Beitrag leistet und dann so noch mitmachen kann. Worms. In Worms-Weinsheim gibt es eine Hall of Fame in der Winsheimer Straße 96. Wuppertal. Dort gibt es eine Hall in der Bergstraße Nordstadt. Bitte beim Jugendzentrum vorher anmelden, damit ihr malen könnt. Würzburg. Die Hall am Südbahnhof ist leider nicht mehr legal. Zittau. Dort gibt es eine 150 Meter lange Hall im Gewerbeweg Zittau-Pittau. Diese befindet sich in der Heinewalder Straße. Und zu guter Letzt Zwickau. Dort gibt es eine Hall an der Mauritius Brauerei. Dort müsst ihr wissen, es gibt keine Möglichkeit, mit dem Auto direkt an den Spot zu fahren. Ich habe an der Hall auch schon mal gemalt. Ist auch in den Tutorials, müsst ihr mal gucken. So, liebe Leute, ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Wenn es noch Wände gibt, die ich da nicht auf dem Schirm hatte oder irgendwelche Änderungen, packt das bitte alles unten in die Kommentare. Dieses Video kann auch gerne dazu dienen, dass ihr in den Kommentaren euch austauscht und aktuelle Infos reinschreibt. Nutzt das einfach mal als kleine Base, um da ein bisschen weiter mit Infos zu füllen. Ansonsten, wie gesagt, ich gebe keine Garantie darauf, dass diese Wände auch tatsächlich legal sind. Checkt das bitte immer vorher ab. Nehmt immer euren Müll mit. Bei Skaterampen nicht auf die Fahrflächen malen und seid nett zu den Leuten, beachtet die Regeln und sagt mir, was ich wissen muss. Und wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge beim nächsten Mal mit etwas, was ich so ein bisschen dazwischen schieben werde, vor der 100 noch. Ihr werdet sehen, ich werde es sehen. Bis dahin, euer Psych1. Peace.